Viertens, die drei fundamentalen Grundlagen. Wenn man zu dir sagt, welche sind die fundamentalen Grundlagen, die jeder Mensch verpflichtet ist zu kennen, so antworte die Kenntnis über Allah, seine Religion und seinen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihm. Der Verfasser, rahimahullah, möge Allah sich seiner erbarmen, beginnt die drei Grundlagen zu erwähnen, aus denen drei Fragen bestehen, die einem im Grab gestellt werden. Außerdem erregt er die Aufmerksamkeit des Lesers dadurch, dass er ihm eine Frage stellt und diese dann beantwortet. Wenn nun zu dir gesagt wird, wer ist dein Herr, so antworte, mein Herr ist Allah, der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gnade aufgezogen hat. Er ist derjenige, der das Recht hat, angebetet zu werden, und er ist derjenige, dem ich diene, und keiner ist neben ihm anbetungswürdig, und der Beweis dafür ist aus dem Koran, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Der Verfasser, rahimahullah, möge Allah sich seiner erbarmen, erwähnt die erste Grundlage und stellt darin klar, dass derjenige, der Herrschaft besitzt und das Recht hat, angebetet zu werden, Allah ist. Und er erwähnt den Beweis dafür aus dem Koran, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Der Herr ist also derjenige, der auch anbetungswürdig ist. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dieser Vers beinhaltet alle drei Kategorien des Tawhid. Dem Herrn bedeutet, es beinhaltet die Einheit Allahs in der Herrschaft und der Dienerschaft. Gebührt Allah beinhaltet die Einheit Allahs in der Anbetung. Und alles Lob beinhaltet die Bestätigung der Namen und der Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und alles außer Allah ist eine Schöpfung und ich bin Teil dieser Schöpfung. Bedeutet, alles außer Allah selbst ist eine Schöpfung. Und wenn ich also einer dieser Geschöpfe bin, so muss ich demjenigen, der mich erschaffen und mir seine Gnade erwiesen hat, dankbar sein. Wenn nun zu dir gesagt wird, wodurch hast du deinen Herrn erkannt, so antworte, durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Und zu seinen Geschöpfen gehören der Tag und die Nacht, die Sonne und der Mond. Es gehören auch die sieben Himmel und die sieben Erden, sowie alles, was in den Himmeln und auf der Erde und alles, was dazwischen ist. Der Beweis ist aus dem Koran. Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond, sondern werft euch vor Allah nieder. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht, und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl, segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Der Verfasser erwähnt an dieser Stelle eine Reihe von Zeichen und Geschöpfen, die auf die Existenz Allahs hindeuten und beweisen, dass es keinen anderen Schöpfer gibt, der mit Recht angebetet wird. Danach erwähnt er die Beweise aus dem Koran. Jedes Geschöpf ist ein Zeichen Allahs, das auf seine Existenz hindeutet. Jedoch hat der Verfasser, rahimahullah, möge Allah sich seiner erbarmen, zwischen den Zeichen und den Geschöpfen unterschieden, da die Zeichen sich im Gegensatz zu den Geschöpfen verändern, wie zum Beispiel die Nacht und der Tag. Und das, was sich verändert, ist ein stärkerer Beweis als das, was sich nicht verändert.
Und dein Herr ist derjenige, der das Recht hat, angebetet zu werden. So sagt Allah im Koran: O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen, die vor euch waren, erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, der euch die Erde zu einer Ruhestätte und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt, so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Über diesen Vers aus der Sura Al-Baqarah, die Kuh, sagen die Gelehrten: In dieser Sura ist der erste Aufruf im Koran: O ihr Menschen, genauso wie der erste Befehl, dient Allah, so wie der erste Verbot, so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Der islamische Gelehrte Ibn Kathir, rahimahullah, sagte: Der Schöpfer all dieser Dinge ist der Einzige, der anbetungswürdig ist. Es gibt einige Gottesdienste, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, wie zum Beispiel im Islam die Hingabe zu Allah, der Iman, der Glaube, der Ihsan, die Bittgebete, die Angst, die Hoffnung, das Vertrauen auf Allah, das Verlangen, die Ehrfurcht, die Demut, die Furcht, die Zuwendung, die Bitte, das Bittgebet um Hilfe, die Bitte um Zuflucht, der Hilferuf, die Opfergabe und Gelöbnis etc. Und der Beweis sind Allahs Worte, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und derjenige, der auch nur eine dieser Gottesdienste an jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala richtet, der ist ein Muschrik, ein Polytheist. Und der Beweis sind Allahs Worte, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohlergehen. Und in der Überlieferung des Propheten alaihissalatu wassalam, Frieden und Segen seien auf ihm, heißt es: Das Bittgebet ist das Hirn der Anbetung. Und der Beweis sind Allahs Worte: Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt. Das bedeutet, dass derjenige, der Einzige ist, der Alleinige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Der Verfasser erwähnt auch nach der Aussage von Ibn Kathir eine Reihe von Gottesdiensten, die mit dem Herzen und dem Körper verrichtet werden, und erwähnte die Beweise für jede einzelne Tat wie folgt. Das Bittgebet teilt sich in zwei Kategorien ein. Ein Bittgebet, um etwas zu verlangen, was man mit der Zunge ausdrückt, wie zum Beispiel: Allah, vergib mir. Diese Art von Bittgebet teilt sich in zwei Kategorien, die wir später, inshallah, erläutern werden. Die andere Kategorie ist ein Bittgebet als Anbetung. Es handelt sich um ein Bittgebet durch Taten, wie zum Beispiel das Gebet zu verrichten, Fasten, die Hajj und so weiter. Wer diese Art von Bittgebet an jemand anderen außer Allah richtet, hat Schirk und somit Polytheismus begangen.